Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich den nächsten Durstlöscher von I'm Fresh. Zitronenlimette. Also für mich Doppelzitrone quasi. Ja, das hat 25 Kilokalorien auf 100, ist okay soweit. Und das Pfand kostet allerdings 1,99 und dann kommt noch 25 Cent Pfand dazu. Für 400 Milliliter, ja, weiß nicht. Also da musste schon was reisen. Das andere Getränk, was ich davon getestet hatte, das Ingwer oder was das war, war totaler Mist. Ja. Gut. Design ist, ja, ist okay. Gibt 3 Sterne, würde ich sagen. Ist auch wert. So, dann schütteln wir den Kram mal. Ja. Schütteln wir das mal. Preis Leistungsverhältnis komme ich gleich zu, aber 1,99 hat es gekostet. Ist für mich zu teuer, finde ich. Zum Testen ist okay, aber ich kann mir das nicht jeden Tag leisten. So. Riechen tut's gut. Prost. Übertrieben sauer. Wie Zitrone und Limette gemischt. Aber... ja, also jeder, der auf bittere Zeug steht, das hätte ich fast ein Schimpfwort gebraucht, der kann das trinken, aber also Preis-Leistungs-Verhältnis, tut mir leid, 0. Gibt keinen Stern dafür. Weil, also, nee. Kauft euch lieber nicht. Und wenn ihr euch kauft, schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr es fandet. Geschmacklich? Auch das werde ich nicht ganz leer trinken. Ja. Ich mag Zitrone und so, aber das ist eindeutig zu bitter. Ja, das ist durstlöschend auf keinen Fall. Das könnte mich sogar wach halten, weil es sehr, sehr bitter schmeckt. Aber ansonsten, ich schalte es mal in die Kamera. Ja. Geschmacklich kriegt das von mir und wohlgemeint 2 Sterne. So wie im Übrigen wie das andere auch, ja. Und diese 2 Sterne, die kriegt es auch nur, weil es wach hält. Und weil es einigermaßen schmeckt. Also man kann es gerade so trinken, ohne zu kotzen, ja. Gut. Dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Kleines Like wäre nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ich teste ja wirklich alles durch, wie ihr seht. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.